Die Lieder von Paul Gerhardt begleiten mich durch diese Passionszeit. Heute, O Haupt voll Blut und Wunden, das Lied zum Karfreitag. Karfreitag kommt von Kara. Kara heißt Klage. Auf Englisch heißt der Karfreitag Good Friday, guter Freitag. Die Klage, das Gute am Karfreitag. Beides hängt zusammen und beides wird deutlich an dem Lied O Haupt voll Blut und Wunden. Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkrone. O Haupt sonst schön geziert, mit höchster jetzt aber hochschimpfiert, gegrüßet seist du mir. O Haupt voll Blut und Wunden, das Lied von Paul Gerhardt, das geht mir sehr zu Herzen. Die Melodie stammt von Johann Krüger, Organist an St. Nikolai in Berlin, ein Freund von Paul Gerhardt. Und er lehnt diese Melodie an ein Liebeslied an. Der Titel »Mein Gemüt ist mir verwirret«. Und irgendwie ist unser Passionslied auch ein Liebeslied, eine Liebeserklärung an Jesus Christus. In den ersten Versen nimmt Paul Gerhardt uns mitten hinein in das Leiden Jesu. Wie die Mystiker gehen wir mit Jesus Schritt für Schritt in das Leiden hinein. Und dann kommt in Vers 4 die theologische Einordnung. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Hier beschreibt Paul Gerhardt ein ganz klassisches Verständnis vom Karfreitag. Der Mensch ist schlecht, tut böse Dinge, er sündigt und er bringt damit das Verhältnis zu Gott durcheinander. Und Gott will Blut sehen. Jesus Christus lässt sich schlachten, dadurch wird Schuld gesühnt. Dadurch haben wir wieder ein Verhältnis zu Gott. Das ist sehr vereinfacht, ein sehr gängiges Verständnis von dem, was Karfreitag geschieht. Und in vielen Passionsliedern, die ich sehr liebe, kommt diese Theologie vom Sühnetod Jesu vor. Christi Blut für dich vergossen, Christus als Schlachtopfer. Diese Sühnetod-Theologie ist nicht wirklich meine. Ich stelle mir Gott nicht als einen Herrscher vor, der Blut sehen will, einen, der Satisfaktion braucht. Und trotzdem ist mir Karfreitag ganz, ganz wichtig. Wie geht das? Christi Blut für dich vergossen, das sage ich jedes Mal, wenn ich Abendmahl austeile, und das meine ich auch so. Christi Blut für dich vergossen, das gilt trotzdem und das will ich erklären. Menschen, die mit Jesus zusammen waren, haben gemerkt, in diesem Jesus ist Gott ganz gegenwärtig. Wenn Jesus die Hände auflegt, dann ist Gott selber da und sein Segen. Wenn Jesus Menschen heilt, dann schenkt Gott einen neuen Anfang. Jesus und Gott, die sind voneinander nicht zu trennen. Menschen, die mit Jesus zusammen waren, die merkten, in diesem Jesus ist Gott ganz nah. Wenn er Jesus predigt, dann predigt er in Vollmacht, als wenn Gott selbst aus dem Dornenbusch zu uns sprechen würde. Und wenn Jesus heilt, dann verändert es das Leben der Menschen, so wie Gott nur das Leben der Menschen verändern kann. Dann schenkt er einen neuen Anfang, so wie Gott das mit uns von Anbeginn der Zeit an getan hat.
Wenn Jesus segnet, dann gibt er ihnen Kraft, dann ruht der Geist Gottes auf ihnen. Das ist für mich das Entscheidende am Karfreitag. Gott und Jesus sind nicht zu trennen. Und wenn die beiden nicht zu trennen sind, dann bedeutet das, dass Gott da ist. Selbst im Leiden, selbst am Kreuz, selbst im Tod ist Gott da. Das tröstet mich und gibt mir Hoffnung. In Psalm 139 wird diese Hoffnung beschrieben. Der Beter schreibt: Führe ich gen Himmel, so bist du da, Gott. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Wunderschöne Zeilen der Hoffnung aus dem Alten Testament. Gott geht mit, Gott ist da, im Leiden, selbst im Tode. Und in dieser Hoffnung feiere ich Karfreitag und singe von Herzen auch die letzten beiden Verse von O Haupt voll Blut und Wunden, besonders Vers 9. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Habt keine Angst und bleibt behütet. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den so tritt du dann herfür, wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen, da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt.